Ein Teich, Wasserpflanzen, an den Ufern Binsen, Schwertlilien, im Hintergrund eine Trauerweide, weitere Bäume, ein bogenförmiger Steg in Grün. Im Seintal nahe Vernon entdeckt Claude Monet das Dorf Giverny und mietet sich dort das Kälterhaus. Mit 43 Jahren kann der Maler bereits auf ein bemerkenswertes Werk zurückblicken. Stellt Monet zusammen mit dem Bildhauer Auguste Rodin aus. Seine Gemälde verkaufen sich ausgezeichnet. Er wird wohlhabend. 1890 erwirbt er das Haus in Giverny. Hier lebt er mit Alice Ochedet, der Frau eines seiner ersten Förderer. Später heiratet er sie. 43 Jahre lang, bis zu seinem Tod 1926, bleibt Monet in Giverny. In seinem Garten errichtet er Treibhäuser und Ateliers. Er pflanzt Blumenarrangements, seine späteren Bildmotive. '93 lässt Monet den südlichen Teil des Gartens ausbauen, der zwischen einer Eisenbahnlinie, heute eine Straße, und dem Rue, einem Nebenarm der Ebbe, liegt. Ein kleiner Teich, darüber ein Holzsteg nach dem Vorbild japanischer Grafiken. Zwischen 1896 und 1916 kauft Monet weitere Parzellen Land hinzu. Er erhält die Genehmigung, den Lauf des Rue umzuleiten, und vergrößert den Teich. Der Rue fließt jetzt durch das Grundstück und um die Wasserlandschaft herum. Wege führen zu vielfältigen Aussichtspunkten. Weiden, Erlen, Rhododendron, Rosensträucher und Bambus bieten in der schönen Jahreszeit eine Fülle von Grüntönen. In dem Wasserbecken, damals von den Gärtnern neu auf den Markt gebracht, die weiße Seerose oder Nymphaea alba, die gelbe Teichrose und verschiedene bunte Hybriden. Ausdauernde Wasserpflanzen, auf dem Grund verwurzelt und mit großen schwimmenden Blättern. Später lässt Monet über die Brücke Glycinienbögen ranken, vielleicht eine weitere Reminiszenz an die japanischen Grafiken, die er sammelte. Die Grafiken, die gegen 1860 nach Europa gelangen, faszinieren die Impressionisten durch ihre formale Neuheit. Viele dieser Grafiken wurden in Serienform veröffentlicht. Der 1849 verstorbene Maler Hokusai, von dem Monet mehrere Arbeiten besaß, widmet dem Fujiyama an die 100 verschiedene Ansichten. Am Ende des 18. Jahrhunderts malt der Franzose Henri-Pierre de Valenciennes in Rom mehrmals die gleiche Landschaft. Nur Licht und Wetter variieren. Ab 1840 wählt einer der ersten Fotografen, William Fox Talbot, als Motiv einen Heuschober, um die Schwankungen des Sonnenlichts zu demonstrieren. Monet zeigt in ein und demselben Bildausschnitt des Bahnhofs Saint-Lazare die Ankunft eines Zuges in zwei Bildern, 10 Jahre vor der Erfindung des Films.
In der 1887 gemalten Bootsserie ist das Sujet dezentriert oder nur teilweise zu sehen. Der Betrachter ergänzt. Gegen Ende des Sommers 1890 beginnt Monet, Heuschober zu malen. Um diese konstante geometrische Form spielt er mit jahreszeitlich bedingten Veränderungen von Schnee, Gras, Stroh, Erde, spielt mit der Verschiebung der Bildausschnitte. Die Pappelreihen am Ufer der Ebbt dienen dem Maler ein Jahr darauf als Motiv für zahlreiche Variationen. Farbspektren, Reflexe im Wasser, Gegensatz zwischen den geschwungenen Böschungen und den vertikalen Bäumen, geometrische Gestaltung des Raums. Für die Serie Morgenstimmungen an der Seine wählt Monet einen konstanten Bildausschnitt und zeigt, wie sich Farben und Konturen entwickeln, je nach dem Licht eines Tages oder einer Jahreszeit. Genau wie später in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts in London oder Venedig. Mit der Serie Kathedrale von Rouen, 1892 und 93 gemalt, versucht Monet, jede Lichtveränderung einzufangen. Er stellt sich nacheinander an die Fenster von drei dem Bauwerk gegenüberliegenden Häusern, malt gleichzeitig an mehreren Leinwänden, geht von einer zur anderen, Tag für Tag. Und zurück in seinem Atelier arbeitet er noch lange weiter. Ich arbeite entmutigend langsam. Aber je weiter ich komme, desto klarer sehe ich, dass ich hart arbeiten muss, um das zu erreichen, was ich suche, die Momentaufnahme. Bei allem sind mir oberflächliches, eintöniges Licht und mehr denn je die leichten, mit einem Strich hingeworfenen Sachen zuwider. Ab 1890 gebraucht Monet den Begriff Serie und stellt den größten Teil seiner Werke unter diesem Titel aus. Die japanische Brücke als Sujet taucht zum ersten Mal 1895 auf, zwei Jahre nach dem Bau des Stegs. Die ersten Bilder zeigen im Vordergrund den kleinen Teich und im Hintergrund die Brücke, beides in Ost-West-Achse gesehen. 1899 entsteht eine neue Bilderserie. Diesmal wird die Brücke vom Ausgang des Wehrs her betrachtet. Das Format ist ein Quadrat von etwa 90 cm Seitenlänge, je nach Gemälde mit leichten Abweichungen. Der Ausschnitt hat sich verengt. Die beiden äußeren Brückenenden sind abgeschnitten. Vier der sieben Geländerpfostenpaare sind zu sehen. Die Perspektive weist keine erheblichen Unterschiede auf. Der Maler hatte also stets dieselbe Position. Zwei damals vom Wasserbecken aus aufgenommene Fotografien zeigen zum einen eine Art Freiluftatelier, das sich Monet gebaut hatte, und zum anderen, was genau der Maler von diesem Standort aus sah. Noch heute kann man am Teichufer seine exakte Position wiederfinden. 1900, eine weitere Serie. Der Ausschnitt verlagert sich nach links. Binsen- und Schwertlilien werden gewichtiger. Der Steg ist nicht mehr symmetrisch beschnitten. Mehrere Bilder zeigen den Uferpfad und ein Stück Himmel. Alle diese Gemälde von 1899 und 1900 tragen den Titel Wasserlandschaften von Giverny und manchmal einen Untertitel, Harmonie in Grün oder Harmonie in Rosa. Nach der Vergrößerung des Teichs malt Monet im Jahre 1905 eine Serie von drei Wasserbecken mit Seerosen. Die Brücke, aus größerer Entfernung betrachtet, vom anderen Ende des Teichs her. Eines der Gemälde findet Eingang in ein Bühnenbild von Sacha Guitry. Es ist nicht bekannt, bei welchen Sammlern sich diese drei Bilder heute befinden. Erst 1918 wendet sich Monet mit rechteckigen Formaten von 1x2 Metern wieder der Brücke zu. Der Steg ist inzwischen mit Glycinienbögen überspannt. Der Blickwinkel entspricht dem der Serie von 1899. Im Vordergrund rechts ist eine Weide gewachsen. Zwischen 1919 und 1924 schließlich malt Monet die Brücke erneut in einem annähernd quadratischen Format.
Die Farbtöne sind grell und variieren stark von Bild zu Bild. Die Gemälde tragen den Titel »Die japanische Brücke«. Von den Wasserlandschaften oder den japanischen Brücken, die in Daniel Wildensteins Katalog erfasst sind, befinden sich derzeit 24 in öffentlichen Museen und 21 in Privatsammlungen. Zwei sind verschollen, darunter dieses im September 1900 in Monets Atelier aufgenommene Gemälde. Ist es wirklich so interessant, welche Farben ich verwende? Doch wohl nicht, weil man mit einer ganz neuen Palette mehr Leuchtkraft und bessere Ergebnisse erzielen könnte. Entscheidend ist doch, dass man mit den Farben umzugehen versteht. Die Auswahl ist im Grunde nur eine Sache der Gewohnheit. Kurz gesagt, ich arbeite mit Bleiweiß, Cadmiumgelb, Zinnoberrot, dunklem Krapprot, Kobaltblau und Smaragdgrün. Das ist alles. Die Serie Wasserlandschaften von Giverny rückt vier Elemente ins Bild. Brücke, Laubwerk, Wasser und Seerosen. In Monets Malerei gibt es Brücken im Überfluss. In der Belle Époque steht die Brücke häufig für den Siegeszug der Industrie. Schon seit je wird sie mit gesellschaftlicher Bindung und Kommunikation in Zusammenhang gebracht. Die Brücke verbindet Orte und Menschen, ermöglicht den Wechsel zwischen zwei Ländern, den Übergang von einem Leben in ein anderes. Die Brücke in Giverny, mit dem Garten nur Dekor, wird auf den Gemälden zum Hauptthema. Sie teilt das Bild in zwei Zonen. Ihrer massiven, handwerklichen Struktur steht das weiche Umfeld gegenüber. Blumen und Pflanzen liefern dem Maler geregelte, einer ganz klaren Wachstumslogik unterworfene Formen, die aber zugleich zufällig sind, den Launen des Windes, dem Spiel des Lichts ausgesetzt. Ihre Massen, urwüchsig und in Bewegung, erinnern an die Veränderlichkeit der Materie, an die unaufhörliche Wandlung der Formen, an die verrinnende Zeit. Das Wasser selbst ist amorph. Manchmal ein klarer Spiegel, der das wogende Laubwerk oder die Wolken reflektiert. Also ebenfalls veränderliche, bewegliche Materie. Der Reflex verdoppelt das Bild, wirft es zurück. Er lässt es verschwimmen und spiegelt die reinen Formen flächig und ohne Schattierungen wider. Auch das eines der Hauptthemen Monets. Das luftige, bewegliche Laubwerk und das dichte stehende Gewässer verbinden drei Pflanzen. Binsen, Schwertlilien und Seerosen. Alle drei wurzeln im Boden, wachsen aber nur im Wasserbereich. Alle drei haben mythologische Bedeutung. Das französische Nénuphar für Seerose leitet sich aus dem alten ägyptischen Nanufa ab, die Schönen. Die Blume, die sich morgens öffnet und abends wieder schließt, symbolisierte die Entstehung der Welt aus dem Wasser. Im modernen Zeitalter hat die Seerose zugleich einen schwermütigen Beiklang. In der romantischen Dichtung bei Théophile Gautier oder Victor Hugo wird sie mit dem Tod assoziiert. Aus ungeklärten Gründen ersetzt Monet den Namen der Blume durch die wissenschaftliche Bezeichnung einer Untergruppe der Seerosen, Nymphaea. Nymphen, die Naturgottheiten des klaren Wassers, der Quellen und Brunnen. Eine von ihnen ertränkte sich aus Liebe zu Herkules. Sie kehrte zurück in Form einer auf dem Wasser schwimmenden Blume. Im Kunstgewerbe jener Zeit sind Schwertlilien und Seerosen üblich. Doch Monet verwendet die Motive völlig anders. Das Seerosenblatt spiegelt den Himmel. Je nachdem, ob nass oder trocken, ist es grün, blau, grau oder silberfarben. Von allen schmückenden Elementen hat es in Farbe und Struktur die meisten Abwandlungen.
Obwohl der Maler sichtlich von den Regeln der klassischen Darstellung abweichen wollte, sind die Wasserlandschaften sehr klar gegliedert. Symmetrie, Gleichgewicht der Massen und auch die Perspektive sind deutlich zu erkennen. Von nahem wirken die Formen sehr verschwommen, die Farben sehr lebhaft. Bei einer gewissen Entfernung jedoch strukturieren sich die Formen und die Farben werden äußerst harmonisch. Eine leicht unscharfe moderne Fotografie der gleichen Landschaft liefert ein ähnliches Bild. Diese optischen Phänomene hängen mit Monets sehr eigenwilliger Pinselführung zusammen. Bei Harmonie in Grün lassen sich unter einigen kräftigen Farbschichten hellere erkennen. Monet trug zuerst helle Schichten auf, um eine dichte Textur zu erreichen. War diese Grundierung getrocknet, modellierte er mit farbigen Pinselstrichen Formen oder Licht. Die herabfallenden Zweige der Weide. Lange vertikale Striche in Grün, Gelb oder Blau, zwischen denen sich die dick und rillig aufgetragene helle Grundierung zeigt. Das Laubwerk der anderen Bäume ist durch plattere, buschartige Pinselstriche gestaltet. Die verschiedenen Blautöne suggerieren die düsteren Tiefen des Blattwerks. Im Teich. Die horizontalen Tupfer der Seerosen gegenüber den vertikalen Linien des Wassers. Die Blumen sind mit der Spitze des Pinsels angedeutet. Die horizontalen oder vertikalen Striche, im Vordergrund breit aufgetragen, werden zum Ende des Wasserbeckens hin feiner. So entsteht die Illusion räumlicher Entfernung. Für das Spiegelbild des im Schatten gelegenen unteren Teils der Brücke ist sehr dick blaurote Farbe aufgetragen. Bei Harmonie in Rosa setzt Monet auch eine besondere Mischtechnik ein. Zwei Farben werden zusammen mit dem Pinsel aufgenommen und direkt aufgetragen. Vermischt man zwei Pigmente, mildert man ihren Glanz. Jedoch nicht, wenn man sie nebeneinander setzt. Je nach Mischtechnik ändert sich also die Leuchtkraft der Farben. Mit seiner Mischung aus Zinnober, Rot und Weiß ist Monet in der Lage, mit einem einzigen Pinselstrich mehrere Seerosen zu malen. Die Binsen links sind durch rote, dunkelgelbe und dunkelgrüne Striche wiedergegeben und dann mit glänzenden Akzenten versehen. Diese werden entweder flüchtig mit der Spitze eines Pinsels aufgetragen, satt mit einer, manchmal mit zwei hellen Farben getränkt, oder aber mit einem kleinen Spachtel. Im Mittelteil und bei den Seerosen im Vordergrund lässt der Maler die hellbeigefarbene Grundierung durchscheinen. So wirken diese Zonen heller, die Kontraste stärker. Hierauf setzt der Maler trockene Pinselstriche, das heißt, er streicht über die Leinwand, bis die Farbe gänzlich verbraucht ist. So bilden sich auf dem Gewebe punktierte, vertikale Farbstriemen. An manchen Stellen entstehen durch dick aufgetragene Farben Reliefs. Diese halten das seitliche Licht ab, zerlegen es in winzige Schatten und erzeugen so noch weitere Glanzeffekte. Wenn Sie malen, versuchen Sie zu vergessen, was genau Sie vor sich haben. Einen Baum, ein Haus, ein Feld oder was auch immer. Denken Sie nur, dort ist ein kleines blaues Quadrat oder ein rosafarbenes, ein grünes Oval, ein gelber Streifen. Und dann malen Sie genauso, wie Sie es sehen. Die Serie japanischer Brücken vermittelt einen Eindruck von Spontaneität, von äußerst schneller Arbeit, ja von Saloppheit und Improvisation. Ein logischer Effekt, denn die Bilder wollen ja gerade eine flüchtige Lichtstimmung einfangen. Aber der Anschein schneller Arbeit ist nur ein Kunstgriff, eine der Hauptkomponenten des Monetschen Stils. In einem 10 cm breiten Viereck im Mittelteil der Harmonie in Rosa kann man 23 verschiedene Farbtöne zählen, ausgeführt in 180 Pinselberührungen. Auf das Gesamtbild übertragen ergibt es eine Summe von ungefähr 15.000. Strukturen,
Auswahl und Reichtum der Farbtöne, das allmähliche Wachsen der farblichen Harmonie, die Notwendigkeit, die Schichten lange trocknen zu lassen, um eine Vermischung der Pigmente zu vermeiden, dies alles beweist, dass Monet seine Gemälde nur äußerst langsam malen konnte, etappenweise und nach ausgeklügelten Strategien. Und tatsächlich hat der Maler, wie 6 Jahre zuvor bei der Kathedrale von Rouen, die 12 Bilder der Serie von 1899 gleichzeitig gemalt. Ich arbeite an diesen Gemälden den ganzen Tag. Man reicht mir eins nach dem anderen. Ich entdecke zum Beispiel im Freien eine Farbe, die ich gestern auf einem der Bilder angedeutet habe. Sofort lasse ich es mir geben und versuche, sie so schnell wie möglich definitiv festzuhalten. Aber im Allgemeinen wird sie sofort von einer anderen überdeckt, die ich ein paar Tage zuvor auf ein anderes Gemälde aufgetragen habe, das ich mir sogleich vorlegen lasse. Und so geht das den ganzen Tag. Monet bearbeitete die Gemälde nochmals in dem Atelier, das er sich im westlichen Teil seines Hauses hatte ausbauen lassen. In der rechteckigen Serie von 1919 sind die Pinselstriche breiter, die Formen verschwommener. An den Rändern deutlich sichtbar der helle Untergrund. Eine Komposition, eine Harmonie aus Grün und Gelb, in der die roten Tupfer einen lebhaften Kontrast bilden. In der letzten Brückenserie kehrt Monet wieder zum fast quadratischen Format zurück. Aber diesmal löst er die Formen radikal auf. Die Pinselstriche sind sehr viel breiter, tanzend, scheinbar unkontrolliert. Manche Gemälde sind fast monochrom. Diese Veränderung schreibt man dem grauen Star zu, an dem Monet seit 1908 leidet. Im Jahre 1918 ist das Sehvermögen des Malers stark eingeschränkt. Er entziffert nur mühsam die Etiketten auf den Tuben und ordnet seine Farben auf der Palette wie gewohnt an. Aber Konturen erkennt er nur schlecht und Blautöne sieht er durch die braungelbe Trübung der Linse gar nicht mehr. Im Oktober 1922 wird er am rechten Auge operiert. Ihn selbst befriedigt das Resultat nicht, doch mit einer Brille zusätzlich geht es ihm besser. Plötzlich sieht er wieder Farbtöne, die er lange Zeit nicht wahrnehmen konnte, insbesondere Blau und Violett. Und endlich findet er sogar getönte Gläser, die ihn einen Teil der Farben wieder erkennen lassen. 1925 und 26 steht es um sein Sehvermögen besser. Nun kann er die Werke aus den vorangegangenen Jahren betrachten und sie beurteilen. Möglich, dass er mehrere seiner Bilder vernichtet hat, aber an die 20 Brückenbilder bewahrt er auf, ebenso Gemälde aus anderen Serien. Die Trauerweide, die Allee mit den Rosensträuchern. Das Haus vom Garten aus betrachtet. Ob meine Kathedralen, meine London-Bilder und andere Gemälde nach der Natur entstanden sind oder nicht, geht niemandem etwas an und ist völlig unwichtig. Ich kenne unzählige Maler, die nach der Natur malen und schreckliche Sachen machen. 1895 sieht Wassily Kandinsky in Moskau einen Heuschober von Monet. Plötzlich, sagte er, wurde mir zum ersten Mal in meinem Leben bewusst, dass ich wirkliche Malerei vor mir hatte. Ein paar Jahre später ist Piet Mondrian fasziniert von Monets Heuschobern, Pappeln und Kathedralen. Er wendet sich eben diesen Themen zu und entwickelt nach und nach seine geometrischen Motive. Das von Monet entwickelte Prinzip der Serie wurde auch von anderen Malern und sogar von Bildhauern aufgegriffen. Sie müssen wissen, die Arbeit frisst mich auf. Diese Landschaften aus Wasser und Reflexen lassen mich nicht mehr los. Es geht über meine Greisenkräfte und doch will ich wiedergeben, was ich empfinde. Ich habe Bilder vernichtet, neu begonnen und ich hoffe, dass bei so viel Anstrengung etwas dabei herauskommt. Wie die Brücke ist auch die Seerose Zentrum mehrerer Serien. Der Blick fällt von oben herab auf das Becken. Der Maler spielt nur mehr mit Reflexen und Wolken, mit Transparenz und Trübung, mit Farben.
Die Seerose ist schließlich auch das Thema der großen Tafeln, die er ab 1914 in einem neuen Atelier malt. Am Tag nach dem Waffenstillstand von 1918 beschließt Monet, diese Tafeln dem Staat zu schenken. Sein Freund Georges Clemenceau, der sich aus der Politik zurückgezogen hat, schlägt ihm 1921 vor, sie in der Orangerie der Tuilerien zu installieren. Nach diversen Umbauprojekten werden zwei ovale Säle angelegt. Im Mai 1927 werden sie eingeweiht, 5 Monate nach dem Tod des Malers. Die glatte Malerei mit den klaren Konturen bot dem Betrachter das Bild einer homogenen, in sich geschlossenen Welt. Die Welt der Impressionisten besteht nicht mehr einzig aus soliden Gegenständen. Sie spiegelt den neuen wissenschaftlichen Geist wider. Sie zerfällt in Teilchen, badet in einem Photonenfeld. Sie ist unendlich. Sie sprengt ihren Rahmen. Das Licht erzwingt eine neue Logik, löst die Formen auf, verwandelt die Farbe der Dinge und ihrer Schatten. Von daher Monets Vorliebe für Tupfer, Reflexe und die eigenwilligen Farbmischungen, die sie ja erst hervorrufen. Von daher die Vorliebe für grelle Kontraste, formlose Formen. Rauch, Nebel, Wolken, Schnee, Eis, Blattwerk. Reine Lichtempfindung ist Monets Thema. Es entsteht aus Farbe. Der kleinste Pinselstrich bestimmt es, formt es, setzt es neu zusammen. Bei der Elster setzte die klare Pinselführung dem warmen Glanz den kalten Schimmer des Schnees gegenüber. Beim Klatschmohn wertete die überschwängliche Pinselführung den durchsichtigen Glanz der Blütenblätter aus, Essenz eines ruhigen Sommerspaziergangs. Die tanzende Pinselführung bei den Reflexen in Impression Sonnenaufgang schuf den wässrigen Schimmer des Lichts. Die bogenförmige Pinselführung bei den Heuschobern arbeitete das rötliche Gold gebündelten Heus heraus. Der trockene, dichte Farbauftrag bei den Kathedralen erzeugte Stein und Mörtel. Bei den japanischen Brücken und schließlich bei den großen Tafeln für die Orangerie wird die Seerose zum Symbol der Metamorphose. Blatt und Blume, Erde und Wasser, Materie und Abbild, Schatten und Klarheit, kalte und warme Farben. Malerei belebt nur noch von der Virtuosität des Pinsels, von den Schwankungen des Lichts.